Hola, Monsieur Dabele, wir sind hier heute in Corteber. Können Sie uns erzählen, was Sie hier heute gemacht haben? Also wir sind da heute für die Unterschriftübergabe zu machen. Wir haben 23.000 Unterschriften jetzt zu übergeben. Es wurde durch Internet das gesammelt. Und es zeigt, wie die Leute erschrocken sind von der Anzeige von PETA. Das ist gar nicht vertretbar, wie es so vorgehen ist, wurde. Und wir sind da mit Unterstützung auch vom Schweizer Bauern. Also die Unterschriftssammlung, das ist ein Signal gegenüber die Bevölkerung, aber auch gegenüber dem Staatsanwalt, der jetzt diese Anklage behandeln muss. Ich denke, das ist ein gutes Signal, um zu zeigen, dass es gar nicht akzeptabel ist, so zu vorgehen mit einer Anzeige gegenüber einer Bauernfamilie, die schwer betroffen ist. Wenn man weiß, die Folgen und die Auswirkungen eines Brand auf einen Bauernhof, das ist alles zerstört. Das ist die Gebäude, der Arbeitsort, aber auch der Lebensort, der zerstört ist. Ich bin selber Einsatzleiter beim Feuerwehr und ich weiß, wie schnell ein Brand sich ausbreiten auf einem Bauernhof kann. Und das ist immer tragisch, wenn es kommt. Das geht schnell und das ist nicht immer einfach, alles zu retten. Ich denke, in dieser Situation sind schon 70 Kühe gerettet worden, aber leider sind 50 Stück Jungvieh tot in dem Brand. Und das ist schon schade, das sollte nicht kommen, aber wir denken nicht, die Personen, die schon vor Ort waren, die Leute von der Familie, die das bekämpft hat und die das meiste der Inviehbestand gerettet hat, das ist schon etwas und diese Leute haben ihre Lebens in Gefahr gestellt und das muss man auch berücksichtigen.